Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Immer noch auf der Föderationsseite und immer noch mit besonderen Gästen. Mit mir, Sagt mal dem Soran. Hallo. Ich bin der Wichtigste hier. Ich bin der Soran. Ihr könnt alle verschwinden. Ich bin wichtig. Ich übernehme das alles hier. Okay, Yeah! tschüss. Nein, ich bin unwichtig. Ich gehe in die Okay, Ecke. nee, Bin ja, schon. das Zu ist dann was. spät. Bin schon ruhig. Ja. Ja. Immer diese Leute, die sich profilieren müssen. Schrecklich. Was? Wer? Wo? Ich Tut hab mir leid. jetzt keinen. Nein, nicht du. Du darfst das. Hätte ich jetzt auch gesagt. Du darfst das. Ja. Du bist der Jetzt bin ich Frau, da verzeiht traurig. mal alles. Ach, danke. Oh, Palki hat geschrieben, er startet mal eben neu. Ach, siehst du, mir fällt gerade wieder auf, Was? wir müssen ja wieder 10 Minuten Ladeschirm wieder überbrücken. Ich bin fertig. Schieds Ladeschirm, Admiral, Ihre Ladeschirm. Kommandodel Oh, Lala, umgelöst der Ladeschirm. Erde rein. Laut unseren Sensoren kommen sie von der anderen Seite Vulkans. Nur, ich kann mir diese Werte einfach nicht erklären. Und warum nicht? Sir, wenn diese Werte stimmen, dann sind das Sternflottencodes, die hier übermittelt werden. Das ist ja echt ungewöhnlich, oder? Jo. Die Sternflottencodes werden seit Jahrzehnten Wie nicht bist mehr denn du bei verwendet. Bambi durch die Sprachaufnahmen gekommen? Ich? Du, das frage ich mich Donny. auch. Das frage ich mich auch. Tja. Warum? Bin ich so schlimm? Nein, alles gut. Was? Jetzt aber los. Also bei Let's Plays muss man sagen, was man denkt. Die Zuschauer sind ja neugierig. Oder die Diese Sensoren Zuhörer. funktionieren innerhalb normaler Parameter. Es wird uns auch ein Kreuzer der Klingonen angezeigt, Sir. Ich schlage vor, dass wir hinter Vulkan fliegen und uns das genauer ansehen. Siehst du, der Ja. Picard hat auch schon geschrieben, dass er neugierig ist, was du jetzt sagen wolltest. Was? Wie? Wo? Was? Hä? Ja, ich meinte hier Kimi. Ja? Zum Thema, warum der Don hier schlecht vorliest. Nein, alles gut. Stopp, stopp. Was? Stopp, was? Ne? Was? Was? Ach, hier ist ein Alles Kreuzer. Ich bin verwirrt. Die Jetzt sag berühmte mal. Föderation. Müssen Sie sich immer wieder in Angelegenheiten einmischen, die Sie gar nichts angehen, Vizeadmiral? Sie sind unbefugt in vulkanisches Gebiet eingetreten. Unbefugt? Beleidigung. Bei Kallus. Sie sind doch bestimmt für alles hier verantwortlich. Also erzählen Sie mir nichts von Befugnissen. Die Föderation hat hiermit nichts zu tun. Das ist typisch Föderation. Sie sind immer die Unschuldigen. Diesmal nicht, Vizeadmiral, aber Sie haben Glück. Heute ist kein guter Tag zum Sterben. Wir werden uns wiedersehen. Und dann finden wir heraus, ob Sie nur ein ehrloser Petak sind oder ein würdiger Gegner. Rechtschreibfehler. Was? Petak falsch geschrieben? Soweit ich weiß, wird Petak mit Q geschrieben. Nein, ich habe das extra gegoogelt. Warte mal. Ich hoffe, du Komm, meinst jetzt nicht den Bing dem ist Translator. das schon peinlich ohne Ende hier, ja? Komm. Verbindung Entschuldigung, abbrechen. aber ist letzte. Moment, warte mal. Ich habe doch. Moment. Oder Kimi, was sagst du dazu? Also, ich habe hier ein Drehbuch und da steht kleines PETA und ein großes Q. Ja, eben, und wer hat das Drehbuch geschrieben? Wo sag ich mal Drehbuch hin? Genau. Genauso sieht es nämlich aus, ne? Entschuldigung. Hätte derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat, vorher meine Fonries gespielt, wüsste er, wie man Petach schreibt. Gut, das Bitte ist in die Sachi. Kommentare, wie man Petach schreibt. Jo, ja, Wer es richtig genau. schreibt, gewinnt eine Gastrolle als Redshirt. Entschuldigung. Also, wie gesagt, es ist echt nicht böse gemeint. Der Don Fast nicht. stichelt nur gern. Ja. Schatz, sag ihm bitte, dass ich ihn sterben lassen werde im vierten Drehbuch, in der vierten Folge. Es ist kein Problem. Ich habe ihn trotzdem lieb, aber er wird sterben. Nein. Toll. Ich bin unsterblich, ich bin Highlander. Was? Sag mal, nicht nichts an. Was? Sprecht mal lauter, man hört's nicht. Wir lästern überhaupt nicht. Nein. Ja, aber man versteht's nicht. Das ist das, was die Zuschauer hören wollen. Also ihr könnt ruhig raushauen, was ihr denkt. Das ist alles kein Genau. Problem. Und ich sag mal so, Ich bin gar nicht ich. offiziell dabei. Ich bin nur das gute, schlechte Gewissen von Ja, Kimi. ich weiß aber, dass ihr ein unglaublich gutes Gespann seid, was das angeht. Und Oh ja. Ich hab's gehört. Oh, das Wie ist was weit war ich Großes. pathetisch? Erstes Scan. So, wir müssen ein bisschen vorfliegen. Ja, Oh mein Gott! Kimi, komm, komm, Was? schnell! Was? Oh Ich mein komm Gott. ja! Erscheine!
Die ist wieder eine Frau bei mir. Das klingt so falsch, wenn sie das sagt. Und ist doch so richtig. Entschuldigung. Ich hätte die Facecam anmachen sollen. Gens haben ergeben, dass sich um eine temporale Anomalie handelt. Aber wir können uns nicht erklären, warum sie gerade hier vor Vulkan entstanden ist. Leiden Sie einen weiteren Scan ein. Vielleicht bekommen wir dann hier mehr Daten von der Anomalie. Aber nur als Tipp, diesmal nehmen wir wirklich auf, ne? So, weiter. Hat keiner gesagt? So, da kommt etwas durch die Anomalie. Von diesem Objekt stammen auch die veralteten Sternflottencodes. Geht sie auf gelben Alarm. Ei, Vizeadmiral! Vielleicht erhalten wir dann endlich Antworten. Doch, vielleicht erhalten wir dann endlich. Guck dir das mal an. Also jetzt muss man mal hinfliegen und gucken. Lieutenant Uhura. Warte mal, jetzt muss ich da mal hinfliegen und gucken. Jetzt wird's ja episch hier. Ich muss erst vorlesen, du. Ja, dann lest mal vor. Okay. Ist auch. Hier ist Lieutenant Uhura vom Raumschiff Enterprise. Bitte antworten Sie. Das war ja fast. Aber bitte bestätigen. Bevor du antwortest, ich will erstmal das Schiff angucken. Es ist kaputt. Episch. Episch. Ein Schiff. Du, Enterprise ist falsch geschrieben. Was? Wieso ist das falsch geschrieben? Du hast auch schon mal besser reagiert, Kollege. Na, ich habe jetzt echt geguckt, wir schreiben viele falsch. Der macht mich fertig. Abgesehen von der Registriernummer? Ey, ich bin schon tot. Registriernummer kannst du in der Frontwind nicht ändern, tut mir leid. Also. Ich meinte auf dem Schiff, ne? Kannst du nicht ändern. Aber das ist ja heftig. 987098709879098. Und das war die Frage, die ich an NXData gestellt habe vor fast einem Jahr. Wie kann ich das bitte ändern? Da habe ich gekriegt, ja, kann man leider nicht machen, ne? Ist ein bisschen doof gelaufen. Dann habe ich noch eine Frage gestellt und seitdem antwortet er mir nicht. Gut. Falls er mal zuhört. Ja, ich weiß, dass er auch. Ich weiß, dass er sehr gerne unsere Let's Plays guckt. Das heißt, jetzt kannst du ihn nochmal offiziell so sauer machen, dass er nie deine E-Mails beantwortet hat. Ja, Data, ich bin dir gar nicht böse und schmeiß mich aus dem Forum raus, also ist alles in Ordnung. ja, genau. Antwort ist schon Bascho. Genau, weitermachen. Ruf bestätigen. Antworten Sie, der Enterprise. Ach, wurde schon vorgelesen jetzt hier? Nee. Noch nicht. Das lese ich vor. Vizeadmiral, das erklärt die veralteten Sternflottencodes, Sir. Das ist die USS Enterprise von Captain Kirk. Vizeadmiral, sollen wir auf Ihren Ruf antworten? Antworten Sie. Enterprise, hier ist das Raumschiff USS Red Skirt. Wie können wir Ihnen helfen? Freiwild! Unser Antrieb und die Waffen sind komplett ausgefallen. Wenn es möglich wäre, könnten Sie uns doch bei den Reparaturen helfen. Ich stelle mir gerade, wo liest die jetzt Freiwild, ey? Das ist immer so schlimm bei Foundries, ne? Was? Wie können wir Ihnen helfen? Don? Du? Hab ich schon. Willst du nicht immer was? Wieso? Das ist dein Charakter. Finden Sie es ratsam, dass wir unsere Hilfe anbieten? Sie kommen aus einer anderen Zeit und Ihre Technologie ist nicht so weit entwickelt wie unsere. Wenn Sie unsere Technologie sehen, könnten wir damit die Geschichte verändern, Sir. Wir werden helfen. Vizeadmiral Suran, helfen Sie der Enterprise und ihrer Crew. Es ist von enormer Wichtigkeit, dass sie wieder in ihre Zeit zurückkehren kann. Und wann hat man schon die Möglichkeit, den berühmten Captain James Tiberius Kirk zu treffen? Wer zum Henker ist James Tiberius Kirk? Wer ist dieser Kerl? Beamen Sie die Truppe herüber. Kst. Vielen Dank, Vice Admiral. Bitte kommen Sie auf unser Schiff. Captain Kirk möchte Sie mit Ihren Treffen einleiten. Bambi, das ist ein Rechtschreibfehler. Das kann man gar nicht lesen. Nein. Treffen einleiten? Jo. Akzeptieren? Jo. Also ehrlich gesagt, jetzt wird die Mission langsam interessant, wenn wir jetzt schon hier Kirk begegnen. Bisschen mehr Begeisterung, also, bitte. Jetzt haben wir Picard da, jetzt haben wir Kirk da. Ja. Und wir haben noch Kimi da und wir haben den Bambi da. Könnt ihr gerade mal 5 Minuten Werbung einblenden? Kimi muss mal auf Toilette, soll ich sagen, fragen. Aber wird ja nicht aufgenommen, ne? Können wir rausschneiden, oder? Ja, können wir rausschneiden, kein Ding. Ja, im schlimmsten Notfalls machen wir einfach den Bambi zur Werbung und er springt zu lang ein. Genau.
Ne? Oder sie wartet noch 10 Minuten. Ja, das Ladeschirm dauert eh noch eine Minute, Stunde, also von der Hinsicht. Kimi ist gerade AFK. Ich übernehme gerade den Posten hier im Ladebildschirm. Ja, du hast eh die viel bessere weibliche Stimme als sie. Ja, auf jeden Fall. Das macht mich ja ganz rollig. Mich hat aber noch keiner erkannt von Star Trek 1, 2, 3, Star Trek Columbia, ne? Das enttäuscht mich schon. Jenny, ja. Erkennen sie alle, Kimi hier und ich. Oh, ja, dann erzähl doch mal, wen du sprichst. Gar keinen. Nein, ich spreche den Admiral Wagner. Ich habe den, Gott frag mich mal hier, der ins Koma gefallen ist. Ja? Ich komme nicht auf den Namen. Na, wer weiß es? Können wir schon wieder ein Gewinnspiel machen. Irgendwann wird die ganze Folge nur noch von Gewinnspielen der übernommen. Commander Bauer, Commander Bauer. Ach Mensch, genau. Oh Gott, das ist das Alter. Den habe ich gesprochen. Und in der nächsten Folge spreche ich mich selber wieder. In der dritten. Und einen besonderen Gast, den wir aber noch nicht verraten dürfen. Was? Ich lese vor. Herzlich willkommen auf der Enterprise, Uran. Sprechen Sie mit Kirk und helfen Sie ihm bei seinen Reparaturen. Ich werde Ihnen alles später erklären. Aber es ist von enormer Wichtigkeit, dass Sie die Enterprise unterstützen. Ich melde Sie nicht, wer Sie sind. Geduld, Vizeadmiral. Die Zeit wird kommen. Erledigen Sie Ihren Auftrag. Oh, wir sprechen uns später wieder. Guck mal, der Kirk. Die alte Pimmelsau. Ey, wo ist das? Halt, da ist doch bestimmt auch Pillemann. Da hinten ist Pillemann. Erstmal bei Chapel vorbei schon, aber Mr. ja. Mr. Blue. Nee, Mrs. Mr. Spock? Blue. Das ist Mr. Spuck. Wo ist denn Pillemann? Bambi? Wer ist Blue? Pillemann? Ja, Pille. Pille? Ja, Pillemann. Nein, Pille ist in dieser Folge nicht dabei. Der ist in der zweiten, glaube ich, dabei. Aber geil, ne? Christine Chapel. Mhm. Chekhov. Ja. Schwebt in der Sulu. Luft. Mr. Wrong, okay. Mr. Right. Das ist sehr geil. Mr. Wrong, Mr. Right. Sehr geil. Du, das war, ich muss ganz ehrlich sagen, das war meine erste Foundry und Mr. White. Mrs. Sugar. Die fand ich total geil, die Foundry, ganz ehrlich, weil Enterprise hier, Enterprise da, Kirk und sowas. Und dann habe ich irgendwann mal das Drehbuch hier von Ben Alexander gesehen, dachte ich, so eine Scheiße darfst du gar nicht veröffentlichen, was ich gemacht habe. Das war echt dann nur schrecklich, was man so für Möglichkeiten auf einmal aufgezeigt bekommen hat durch dieses Foundry-Handbuch. Das kann ich jedem empfehlen, von Ben Alexander. Im Forum hier von NX Data, der nie antwortet auf Fragen, kann ich euch echt nur wärmstens ans Herz legen. Es wurde auch promotet hier von Star Trek Online, von Fero. Also es ist echt Wahnsinn. Wer Bock hat auf eine Foundry und sagt aber, nee, das ist mir zu kompliziert und viel zu schwierig, geht einfach ran, macht einmal. Ihr seht einfach, meine erste Foundry hier, total billig eigentlich, aber mit dem Handbuch kein Problem. Macht ihr super Foundries. Jo. Nur als Empfehlung. So, ich gehe dann wieder weg, weil jetzt gehe ich auf Toilette und Kim ist wieder da. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Text geklickt. Na, ich habe jetzt hier den Kirk offen. Wer hat eigentlich die Ehre, Kirk zu sprechen? Jetzt ist der Text weg. Jetzt kann ich Kirk nicht mehr sprechen. Ich auch nicht, bei mir ist der Text auch weg. Nein. Und warte mal. Okay, bevor ich auf Toilette gehe. Ich hab ihn. Warte, jetzt hast du verloren. Don, jetzt hast du verloren. Ich hab den Text extra wieder gefunden. Du kannst gleich hier das Gelbe lesen. Captain, schön, dass ich Sie kennenlernen darf. Die verdammten Klingonen haben uns angegriffen. Und was Sie sehen, haben wir ein paar Probleme mit unseren Maschinen. Aber mit Ihrer Hilfe dürfen wir schnell wieder manövrierfähig sein. Wie lange dauern die Reparaturen? 4 Stunden. Ich mach's in 3. Nein, ich mach's in 2. Ah, das kommt auch noch. Aber egal, ich bin ja, wohin? Wir müssen jetzt mit Spock reden. Gehen Sie zu Commander Spock. Vizeadmiral Suran. Ich grüße Sie. Der Captain sagt mir, dass Sie uns bei den Reparaturen unterstützen werden. Bei dem anderen, was wir vorhaben, bin ich Spock, also bitte. Ach, stimmt. Wo können wir helfen? Da hätte ich aber jetzt Kirk sprechen müssen. Kimi, bist du eigentlich wieder da? Na klar. Die Computerkonsolen. Hast du auch schön die Hände gewaschen? Natürlich. Gut. Ah. Hast du auch an Bambi abgetrocknet? Aber sicher. Gut, braves Mädchen. Gehen Sie zur Konsole bei Mr. Wrong und beheben Sie den Schaden. Natürlich, Mr. Hier war Mr. Wrong, Scanning. Scannen. Vizeadmiral, die Scans haben ergeben. Eigentlich spricht hier eine Frau. Also? Oder hast du das Bild? Was, wo ist eine Frau? Ach so. Hast du das Bild nicht? Das hier hat wahrscheinlich nur männliche Brückenoffiziere. Okay. Vizeadmiral, die Scans haben ergeben, dass es sich um die dritte Generation dieser Schiffskonsole handelt. Sie müssen den folgenden Code in der richtigen Reihenfolge eingeben, ansonsten können sie mehr Schaden anrichten, als ihnen beliebt ist. Dann übermitteln Sie jetzt den Code. Ich übermittle den Code. 321. Ist ja voll kompliziert.
Sie müssen den Code in der richtigen Reihenfolge eingeben. Versuchen Sie es erneut. Sehr gut, Sir. Das sollte genügen, damit Schild und Waffen wieder funktionstüchtig sind. Gut, das haben wir gemacht. Scan einladen. Kann man da nochmal? So. Die Scans haben bestätigt, dass die Konsole wieder funktionstüchtig ist. Gute Arbeit. Das ist ein Traum. Jetzt müssen wir wieder zu Spöck. Du, guck mal, die hatten damals nur einen 2D-Bildschirm. Ja komm, hier ist Bock reden. Achso. Sehr gut, Vizeadmiral. Die restlichen Reparaturen wird unsere Crew alleine bewältigen können. Es ist nur logisch, dass sie sich nun mit Captain Kirk auseinandersetzen und den weiteren Verlauf besprechen. Wie sie meinen, Mister. Spöck. Aber den Kirk kriege ich jetzt. So. Gute Arbeit, Vizeadmiral. Dank Ihrer Hilfe werden die Reparaturen schnell abgeschlossen sein. Schilder und unsere Waffen sind wieder funktionstüchtig. Das ist schon mal ein Anfang. Kein Problem. Nun sollten wir herausfinden, warum wir hier gestrandet sind. Wir waren gerade auf einer Mission in der Nähe des Romulanischen Sektors und hatten eine kleine Auseinandersetzung mit den Klingonen, als die Anomalie auftauchte. Die Klingonen waren die ersten, die hineingezogen wurden und danach hat es uns erwischt. Haben Sie eine Ahnung, woher die Anomalien kamen? Haben wir ja schon gegen Klingonen müssen dann eigentlich auch noch irgendwo sein, oder? Die haben wir doch vorhin schon gehabt. So passt du auf. Ja, so. Ich bin total abgelenkt hier. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, eben. Wie schon erwähnt, tauchte sie plötzlich vor uns auf und zog... Jetzt wollte ich schon lesen, zog mit ihren Hintern? Nein. Zog uns hinein. Und den Rest der Geschichte kennen Sie ja. Wir sollten nach Vulkan zurückkehren und mit Sales im Weißen sprechen. Kaum erwähne ich Kimi, wirst du total rallig, was? Was, ich? Nein, du bist die Katze hier, du bist wuschig. Ne? Mhm. Kimi, bist noch da? Sind wir doch alle, oder? Kringelpiez mit anfassen. So. Wir sollten nach Vulkan zurückkehren und mit Stellies sprechen. Scotty an Brücke. Wer macht Scotty? Komm, Kimi, mach du Scotty. Okay, Maschinenraum an Captain Kirk. Die Transporter sind noch defekt. Und die Reparaturen dauern mindestens 3 Stunden. Geben Sie Ihr Bestes, Scotty. Ich gebe Ihnen 2 Stunden. Machen wir, Captain. Aber schneller geht es einfach nicht. Wir brauchen die 3 Stunden. Ich gebe Ihnen 2 Stunden. Okay, Captain. Ich mach's in einer. Hab auch nichts anderes erwartet, Scotty. Also das ist so ein Ding, das musste da einfach rein. Ja. Vizeadmiral Soran, kommen Sie schnell nach Vulkan. Wir werden angegriffen. Nach Vulkan beamen, na eben. Von dem Schiff hier mal eben komplett nach Vulkan gebeamt. Wahrscheinlich auch noch gleich in die andere Zeit. Wir sind im Orbit. Um Vulkan. Aber stimmt, die sind ja in unsere Zeit gekommen. Richtig. Bin ganz verwirrt. Tja, die Chemie macht dich wuschig. Nein, das ist nicht die Chemie. Das bist du. Das warst du immer, du. Boah, danke, voller Abturner, ey. Nein. Wie gesagt, ich wollte es retten. Okay, es seid ihr beide. Euch im Doppelpack, das machen meine Nerven einfach nicht mit. Der Zug ist abgefahren. Was? Wir sind beide Abturner? Was? Nein! Jetzt glaube ich. Ja, red dich mal nicht raus, hier. Ja. Ach komm. Mein Triple ist so weit weg. Mal ein bisschen beruhigen. Mein Triple ist so weit. Weg. Was vibriert denn bei dir so? Das willst du gar nicht wissen. Bei mir? Kleiner Tipp, es ist nicht mein Triple. Aha. Hier, komm, Kirk. Vibrier mal. Oh, das war so im Hintergrund, ist so geil. Unsere Scans haben ergeben, dass es hier nur sofort Klingonen wimmelt. Spock und ich bleiben hier, um mehr Werte zu bekommen. Kümmern Sie sich um die verdammten Klingonen. Mysteriöse Klingone. Wir kommen schon klar. Viel Glück, Vizeadmiral. Jetzt muss ich aber sagen, jetzt hat er ein kleines Detail nicht beachtet. Welches? Wenn die auch aus der Zeit von Kirk kommen, damals sahen die Klingone nicht so aus. Das waren die mit der glatten Glatze. Die kommen aber nicht aus der Zeit. Da hieß es nicht, die sind auch vor, die Klingonen sind vor den Enterprise durch. Ja, aber das kommt erst so Richtung Teil 2 und Teil 3 war das aufgeklärt. Ach so, Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Okay. Warum kann ich die nicht verschwinden? Sie von Vulkan. Genau, wenn mit denen das Sachen verschwinden, sei einfach. Nee, wir müssen doch mit denen spielen. Komm, Kimi, sag mal einen Schlachtruf. Oh, Attacke! Attacke!
Attacke. Ach stimmt, jetzt haben wir ja wieder... Sir, das waren nur Hologramme. Kümmern Sie sich um die restlichen Klingonen, während wir hier weiter Scans durchführen. Viel Erfolg, Vize-Admiral. Müssen wir uns eigentlich hin? Ach, da hinten noch lang. Der PK ist schon vorgerannt. Chup, 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 chup. Chup, 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 chup. So, damit die Kimi auch ein bisschen was zu tun hat, würde ich sagen, sie beobachtet mal ein bisschen den Chat und wenn da irgendwas passiert, wird sie uns berichten. Dann können wir uns hier auf das professionelle Spielen konzentrieren und die Blubberblasen jagen. Blubberblasen, Blubberblasen. Okay. Deswegen meine ich ja, du musst noch ein bisschen was arbeiten hier, also echt. Geht ja gar nicht. Hier eine andere Frage, Digga. Ja. Wie machen wir das eigentlich? Passiert aber nichts im Chat. Passiert nichts? Da wurde gerade Miep gesprochen. Machen wir eine neue Folge oder ziehen wir das jetzt noch durch? Achso, ihr als erfahrene Leute, die diese Mission kennen, wie viel kommt noch? Eine Menge. Eine Menge, also können wir mal die Folge cutten, ne? Bis gleich. Ja, tschüss. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.